Adler. Holzböen renovieren und neu versiegeln. Nach jahrelanger intensiver Beanspruchung lohnt es sich, Ihren Holzboden neu zu versiegeln. Vertrauen Sie dabei auf die Adler Floorprodukte. Die Produkte sind einfach zu verarbeiten und eignen sich für alle Holzarten. Um den Holzboden richtig zu renovieren, müssen Sie ihn gleichmäßig bis auf das rohe Holz abschleifen. Dafür brauchen Sie eine Bandschleifmaschine. Die verschiedenen Dielen und Parkettböden werden auch unterschiedlich geschliffen. Ihr Adler-Fachhändler berät Sie gern über die richtige Vorgangsweise. Der zweite Durchgang erfolgt mit Körnung 80 in der gegengesetzten Diagonale. Beim dritten Schliff bewegen Sie sich entlang der Holzmaserung mit Schleifpapierkörnung 120. Für den letzten Schliff, erneut mit Körnung 120, schleifen Sie den Boden in gegengesetzter Richtung. Die Ränder bearbeiten Sie bei jedem Schleifgang mit einer Randschleifmaschine. Bei verklebten Parkettböden können Sie feine Risse und Fugen vor dem letzten Schleifvorgang mit Adler Floor Fill verschließen. Dazu vermischen Sie Adler Floor Fill mit sauberem Schleifstaub. So passt die Farbe genau zu Ihrem Holz. Mit dieser spachtelähnlichen Masse füllen Sie die Risse und Fugen satt auf. Lassen Sie die Stellen ein bis eineinhalb Stunden durchtrocknen. Dann erfolgt ein Feinschliff mit Körnung 120. Entstauben und reinigen Sie den Boden gründlich, bevor Sie mit dem Versiegeln beginnen. Füllen Sie die Grundierung Adler Floor Start in einen Farbeimer und bedienen Sie sich daraus. Der frisch geschliffene Boden saugt die Grundierung schnell auf und so verhindern Sie Flecken. Tragen Sie Adler Floor Start mit einem passenden Kurzhaarroller entlang der Holzmaserung auf. Für die Ecken eignet sich ein Wasserlackpinsel. Arbeiten Sie immer in Bahnen und achten Sie auf eine gleichmäßige Überlappung der einzelnen Abschnitte. Lassen Sie die Grundierung ca. 2 Stunden trocknen. Beschichten Sie den Boden zweimal mit Adler Floor Classic in Richtung der Holzmaserung. Die erste Deckschicht muss ca. 4 Stunden trocknen. Danach benötigt der Boden einen leichten Zwischenschliff mit Schleifpapier der Körnung 240. Verwenden Sie dazu den Exzenterschleifer. Nur geübte Handwerker sollten mit der Einscheibenschleifmaschine arbeiten. Sie könnten sonst Ihren Boden beschädigen. Saugen und wischen Sie den verstaubten Boden, bevor Sie ein zweites Mal Adler Floor Classic auftragen. Nach 8 Stunden ist auch diese Schicht trocken und der Fußboden wieder begehbar. Gönnen Sie Ihrem frisch versiegelten Boden 8 Tage Ruhe. Erst dann hat der Lack seine optimale Härte und Reinigungsmittelbeständigkeit voll ausgebildet. Möbel, die nicht mehr verrückt werden, können Sie bereits nach 24 Stunden wieder aufstellen. Auch für Ihre geölten Böden bietet Adler Ihnen eine einfache Lösung mit den umweltfreundlichen Legno-Produkten. Nützliche Tipps erhalten Sie dazu im Adler-Video Parkett oder Holzböen ölen. Und alle Produkte fürs Gelingen bekommen Sie beim Adler Partner ganz in Ihrer Nähe oder online unter adler-farmmeister.com.